Hilfe. Das ist wirklich so, als wäre man auf einem anderen Planeten. Wo einfach mal ein Pferd mitten im Laden steht. Hallo ihr Süßen, ich war in Seoul, nachdem ich bei meiner Familie in Thailand war. Das Video findet ihr übrigens hier. Und Seoul ist eine so coole Stadt. Moderne Architektur, traditionelle Architektur, endlose Shoppingmöglichkeiten. Und in diesem Video werde ich euch meine Lieblingsorte und meine Lieblingserlebnisse vorstellen. Genau. Bevor es losgeht, wie immer, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt geht's auch schon los. Mein Hotel war in Myeongdong, was im Grunde das Epizentrum für K-Beauty ist. Also an jeder Ecke sah man Flagship-Stores von den großen K-Beauty-Brands. Das Pendant zu DM in Südkorea ist Olive Young. Dieses Geschäft findet man wirklich an jeder Ecke und es ist vollgestopft mit Beauty-Produkten. Und auch in der Nähe meines Hotels ist ein Shop, den ich liebe. Ich kenne ihn aus Japan. Daiso, und in meiner Nähe war ein 12-stöckiger Daiso. Man findet da im Grunde jede Art von Krimskrams. Die haben auch eine riesengroße Disney-Abteilung, was im Grunde ja sehr für den Laden spricht. Es gibt Haushaltsartikel, es gibt unendlich viel Krimskrams, aber man kann da auch zum Beispiel Scheibenwischer, genau. Man kann aber auch Scheibenwischer kaufen. Und wenn ihr mal in der Nähe eines Daisos seid, geht rein. Ihr werdet garantiert etwas finden. Ein Flagship-Store, wo ich liebend gerne etwas gekauft hätte, aber einfach nichts gefunden habe, was ich Make-up-mäßig eh schon habe, ist Dear Dahlia. Einfach beeindruckend und so richtig High-End-Luxury-mäßig. Und das Tolle ist, alles vegan und tierversuchsfrei. Die Verpackung ist unheimlich schön, die Beratung ist unheimlich schön. Alles ist sehr hochwertig. Ich habe da einfach nichts gefunden, was ich so wirklich brauchte. Und da das auch natürlich sehr, sehr teuer ist, hat kein Produkt seinen Weg in meinen Einkaufskorb geschafft. Auch noch einen extrem ungewöhnlichen Laden aus dem Beauty-Bereich habe ich in Tsingshadong gefunden. Und zwar einen Laden, der nur Beauty-Pinsel verkauft hat. Also nicht Standardpinsel zum Malen und Zeichnen, sondern Beauty-Pinsel zum Verblenden, zum Eyeliner-Zeichnen, für die Lippenkontur, für Highlighter, für wirklich alles. Genug vom Shopping, jetzt ein bisschen zur Historie und zu traditioneller Architektur. Ich bin natürlich auch in dem Palast Gyeongbokgung. Das ist der größte Palast Südkoreas und er ist wirklich so beeindruckend. Das Coole ist, sie bieten einem einstündige, kostenlose Führungen an, die wirklich nicht langweilig sind, was ich echt oft schwierig finde bei Führungen. Seht ihr diese vielen wunderschönen Kleider? Die kann man sich vor Ort leihen, die heißen Hanbok. Und wenn man diese traditionelle Kleidung trägt, kann man kostenlos in den Palast. Und ich finde, das schafft einfach so ein wunderschönes Bild. Etwas Vegetarisches oder Veganes in Seoul zu finden, ist gar nicht so leicht. Aber in der Nähe des Palastes gab es auch ein super interessantes Restaurant. Und das Interessante am Restaurant war, dass man sich im Grunde seine Ingredients alle selber zusammenstellen konnte. Das wurde dann abgewogen und dann konnte man sich noch entscheiden, soll daraus eine Suppe werden oder soll das Ganze angebraten werden. Und es war, was soll ich sagen, einfach super lecker. Und seht ihr diese kleinen Schleifen? Das sah einfach so niedlich aus. Von denen habe ich viel zu viele genommen auf jeden Fall. Aber sie haben auch gut geschmeckt. Und wo wir schon gerade bei Essen und Tradition sind, war ich natürlich auf einem der vielen Märkte, die es dort gibt. Und habe dort etwas sehr Traditionelles gegessen. Ich kann es gar nicht genau sagen, was es ist. Es ist auf jeden Fall vegan. Es ist ein Mungo-Bohnen-Pancake. Auf jeden Fall war das mega lecker und schaut euch die Umgebung an, es war so wuselig und normalerweise in Berlin würde ich das, glaube ich, total nervig finden, aber im Urlaub findet man sowas ja immer besonders toll und authentisch und ich werde euch später noch einen anderen Markt vorstellen, wo ich beinahe durchgedreht wäre. Schnell raus hier, schnell raus hier, sonst... For real, durchgedreht. Und da ich nicht nur gerne rumlaufe, Sachen angucke und esse, sondern auch Sachen gerne mache, habe ich hier einen Workshop gemacht. Auch dieser Laden, ein Overload an Kawaii. Man kann da fertige Spieluhren kaufen, man kann aber auch eine machen. Ich habe natürlich eine gemacht und alle verrückt gemacht im Laden, weil ich ein extremer Perfektionist bin, wenn es um solche Sachen geht. Eigentlich ist es ganz einfach, man wählt eine Musik, man sucht sich seine kleinen Teile raus, die man dann zusammenkleben möchte, um sie auf die Spielo zu packen. Und dann bauen die einem die Musik und das, was du gerade gebastelt hast, zusammen. Fertig.
glaube, danach brauchten die erstmal alle eine Pause, als ich da raus war. Diesen kleinen Workshop habe ich an einem regnerischen Vormittag gemacht in Saint-Gilles. Das ist ein Gebäude mit vielen, vielen kleinen Lädchen, die auch unheimlich viel süßen Krimskrams verkaufen. Wenn man detailverliebt ist und Kawaii mag, dann geht einem dort das Herz auf. Man findet so viele schöne, süße Sachen. Besonders schön ist es, wenn man abends hinkommt. Dann sind nämlich diese Lichter alle erleuchtet und ich finde, das sieht einfach wunderschön aus. Auch was abends einfach sehr viel spektakulärer ist als tagsüber, meiner Meinung nach, ist eine Schiffstour auf dem Han River. Und es ist einfach eine unbeschreibliche Atmosphäre. Am Ufer kann man sich auch Decken leihen, Lichter leihen. Diese Katze musste ich mir übrigens dann kaufen. Man kann sie kaufen und leihen. Es gibt auch ohne Ende Essen. Also es ist einfach so ein sehr lebendiger, toller Ort. Und auch zum Schlendern und Verweilen lädt Solo Sky Garden ein. Das ist ein erhöhter Spaziergängerinnenweg, wo man sehr unterschiedliche Pflanzen antreffen kann. Da ich da im Winter war, hat da noch nicht viel geblüht. Man sieht Solo nochmal aus einer anderen Perspektive. Und man kann sich einfach mal hinsetzen, ausruhen, einen Break machen in dieser hektischen Stadt. Und wo wir schon beim Stadtbild Seoul sind, möchte ich euch meine Lieblingsorte zeigen mit der tollsten Architektur meiner Meinung nach. Das ist einmal die Starfield Library. Ich glaube, an diesem Ort werden sekündlich 1 Million Selfies gemacht, weil es einfach so eine herausragende Architektur ist. Das ist im Grunde wirklich eine Bücherei. Man kann sich da Bücher rausnehmen. Alles auch schön sortiert. Es gibt eine kleine Auswahl an englischen Büchern und da habe ich mir natürlich ein Beautybuch rausgesucht, um mal zu gucken, wie sich die SüdkoreanerInnen schminken und stylen, und das habe ich gefunden. Ein weiterer architektonischer Höhepunkt ist für mich die IWA Women's University. Die ist einfach atemberaubend. Auch das ist einfach so eine Ruheoase, also da würde ich gerne studieren. Dann noch architektonisch atemberaubend, man kann es gar nicht anders sagen, das Dongdaemun Design Plaza. Das ist wirklich so, als wäre man auf einem anderen Planeten. Dieser Gebäudekomplex ist von Sarah Hadid gestaltet worden, die ja für super futuristische, krasse Architektur steht. Wenn man die in Deutschland sehen möchte, kann ich euch empfehlen, nach Wolfsburg zu fahren. Da hat sie in Bahnhofsnähe, glaube ich, auch etwas gestaltet, was einfach von einer anderen Welt ist. Und wenn wir schon bei Orten sind, die halten, was sie versprechen, hier noch zwei meiner Lieblingsorte in Seoul. Der erste ist Hongdae. Der ist wirklich für ein sehr junges Publikum gedacht, aber auch einfach wunderschön. Viele kleine Läden mit allen möglichen Sachen, viele kleine Cafés mit unendlicher Auswahl. Und hier zu finden ist auch eine sehr hohe Dichte an farbigen KontaktlinsenhändlerInnen. Vielleicht oder hoffentlich ist es euch aufgefallen, dass ich heute keine braunen Augen habe, sondern graublau. Und auch diese Kontaktlinsen habe ich in Hongdae gekauft. Und das Coole an diesen Läden ist, dass sie sich auf braune Augen spezialisiert haben. Das heißt, die sind farbintensiv genug, dass sie auch braune Augen in blaue oder graue Augen verwandeln können. Hinterlasst mal in den Kommentaren, wie ihr mich mit blauen Augen findet. Mein zweiter Lieblingsort ist im Grunde, um genau zu sein, eine Straße und die Parallelstraßen dazu. Und zwar ist die Kaesonggil und es ist im Stadtteil Singsaram. Hier gibt es auch einfach wieder extrem coole Läden, wie zum Beispiel dieses Parfum, Duftkerzen, Bodylotion Geschäft, wo einfach mal ein Pferd mitten im Laden steht. Und keine Sorge, das ist kein echtes Pferd. Aber Leute, wenn ihr das so gesehen hättet, wie lange hättet ihr gebraucht, um zu verstehen, dass das kein echtes Pferd ist? Ich musste wirklich ganz nah rangehen. Ein Geschäft möchte ich euch dann doch noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Und zwar ist das ein sehr spezieller Laden, wo man ganz viel natürlich süßen Kram findet, wie ich ihn liebe. Aber auch diese Automaten, wo man, glaube ich, ungefähr so 4 Euro reinstecken muss, um dann per Zufall etwas zu bekommen. Hier seht ihr so süße kleine Seerobben. Ich habe die graue bekommen. Und man findet auch kleine, süße Kleidungsstücke für irgendwelche Bären und Puppen, die man da basteln kaufen kann. Ich habe da eine Brille gekauft für meinen Bären Rudi, der schon zu mir gehört, seitdem ich auf der Welt bin. Und ich dachte, ich kaufe ihm eine Brille, die, bevor ich mir die Augen ablasern lassen, zu meiner Brille passen würde.
Ja, und auch keine weiteren Fragen, warum ich noch Single bin, wenn ich das hier so sehe. Brillen habe ich generell viele gekauft. Diese hier. Und auch diese hier. Genau, was sagt ihr? Ihr seht auf jeden Fall, ich habe vielen unnützen, süßen, cuten Kram gekauft, der mich in meinem Alltag erfreut. Und deswegen macht er voll Sinn. Also ist er gar nicht nutzlos, sondern sehr sinnvoll, finde ich. In diesem Stadion habe ich dann auch ein ganz großer Klassiker in Seoul, bin ich ein Fotobooth gemacht. Da draußen gibt es dann immer unheimlich viele Accessoires und man macht im Grunde Fotos von sich selber. Ihr seht hier, was ich hier Fotos gemacht habe. Einmal in einem eher dunklen Sujet-Umgebung und dann einmal in einer eher doch freundlicheren, helleren Umgebung mit einer großen Schleife auf meinem Kopf. Das macht man so als Single-Reisender. Das ist natürlich auch wieder eher was für Teenager, aber ganz im Ernst, ich werde mich nicht aufhalten lassen, Sachen zu machen, die mir Freude bringen. Und diese ganze, das macht man nicht mehr mit 40, 30, 50, 60 oder was ich was, ist Bullshit. Macht das, was ihr wollt. So wie ich in diesem Fotobuchsladen. Genau. Wenn ihr in Seoul seid, wenn ihr in Südkorea seid, werdet ihr nicht an Lotte vorbeikommen. Das sind Department Stores, Shopping Malls, es gibt ein Lotte World, das ist ein Freizeitpark, Lotte Supermarkt. Und Lotte ist allerdings kein koreanisches Wort, sondern ein deutsches. How come? Shinya Kerhe, der Gründer von dem Lotte-Universum, wollte ich gerade sagen, Unternehmen, es ist ein riesengroßes multinationales Konglomerat aus, was ich das mittlerweile. Er fand den Namen Lotte so schön, er hat den kennengelernt durch Goethe und hat dann entschieden, alles sein Imperium Lotte zu nennen. Deswegen gibt es halt den Lotte Tower, auf dem ich war. Da hat er noch jemand Klavier gespielt. As it happens, ne? Und was ihr da seht, ist Lotte World, ein teilweise überdachter, dann nicht überdachter Freizeitpark, wo ich natürlich auch einen Tag verbracht habe. Ich als großer Disneyland und Disney World Fan, wo wir gerade bei Aktivitäten sind, ich war auch bei Ausflügen, davon habe ich zwei gemacht. Einmal zum DMZ, zur Demilitarisierungszone und einmal nach Busan. Ich fange mal mit dem DMZ, wie das genannt wird, an. Das war eine geführte Tour, man kann auch nur geführt hin. Man geht halt an die nächste Stelle an Nordkorea. Ich gehe jetzt natürlich wieder nicht auf die Geschichte ein, weil ich kein Historiker bin und das wahrscheinlich sehr dilettantisch wiedergeben würde. Vielleicht kennt sie ja jemand die K-Drama-Serie Crash Landing on You. Da geht es ja auch um Nordkoreaner trifft Südkoreanerin. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall eine sehr schöne Serie auf Netflix, die ich gerne geguckt habe. Genau. Beim Thema K-Drama kann ich ganz gut zu meinem nächsten Ausflug überleiten, und zwar in Busan. Da habe ich am Strand einen Dreh gesehen. Ich glaube, das war garantiert für ein K-Drama. Also man durfte auch keine Aufnahmen machen. Ich habe dann ganz versteckt eine Aufnahme gemacht für euch. Und es war natürlich sehr, sehr, sehr spannend. In der direkten Nähe dieses Strandes gab es auch eine Meerjungfrau, wer mich kennt, ich liebe Disney, ich liebe die kleine Meerjungfrau. Das war am Strand, ich kann jetzt gerade gar nicht sagen, wie der Strand heißt. Ich lasse euch alle Dinge, die ich vergessen habe oder nicht benannt habe, auf jeden Fall in den Beschreibungstext. Von der einen Romanfigur zur anderen Romanfigur, und zwar zum kleinen Prinzen. Diese zwei super süßen Figuren findet man im Kamchen Culture Village und das ist generell eine sehr schöne Gegend. Und dann bin ich noch abends nochmal zu einem anderen Strand gegangen, wie der heißt. Ich hinterlasse es in den Beschreibungen. Das war einfach ein wunderschöner Abschluss für meinen Aufenthalt in Busan. Noch eine Sache, ich bin mit dem Zug gefahren. Zugfahren in Südkorea ist günstig, pünktlich und ich will überhaupt nichts zur Deutschen Bahn sagen in dem Zusammenhang. Ne? Wir lassen es einfach mal so stehen. Kommen wir nun zu dem zweiten Markt, den ich euch vorstellen muss. Und zwar ist der Seodong-Demo-Markt. Hier findet man alles für die Textil- und Schmuckherstellung. Mir fehlen echt die Worte. Ich werde aber einer verrückt geworden. Ne? Also ich liebe alles, was glitzert und ich liebe Ariel. Das heißt, ich habe mir zur Aufgabe gemacht, finde thematisch Ariel und finde deine Lieblingsglitzersachen.
Ja, und hier sind meine kleinen Schätze. Auch ein toller Laden, wo es aber eher um Essen geht, ist ein veganer Donut-Shop. Und es ist einfach ein sehr schöner Laden, ganz tollerweise auch in der Nähe meines Hotels gewesen. Das heißt, ich war da zweimal frühstücken. Und die Inhaberin meinte zu mir, sie macht sie nicht ganz so süß, weil man dann mehr essen kann. Ich habe auch mal zwei gegessen, aber nach zwei war dann auch bei mir Schluss. Und hier seht ihr einen Black Sesame Donut. Das schmeckt so lecker. Oh Gott, ja. Jetzt, wo ich thematisch wieder in der Nähe meines Hotels bin, kann ich dieses Video auch so langsam zu Ende führen. Ich habe ja sehr viel erzählt. Falls euch meine Ausführungen gefallen haben, würde ich mich natürlich freuen über einen Thumbs Up. Hier geht es weiter mit Make-up-Videos und auch mit meinen Reisevideos. Jetzt sage ich einfach, bis zur nächsten Woche wieder mit Make-up. Ich freue mich auf euch. Tschüss!